Hallo und willkommen zurück zu Divinity 2. Dann wollen wir mal den Müller ansprechen auf seinen Baum im Keller. Wie ich sehe, gefällt euch meine Mühle. Ja, ich habe mich sehr genau umgeschaut. Schön, euch wiederzusehen, Unrat. Oder soll ich Buat sagen? Woher wisst ihr? Es war der Baum, nicht wahr? Verflucht sei dieser sprechende Holzkopf. Warum verheimlicht ihr eure wahre Identität? Ich bin das unsägliche Opfer einer Jagd. Einer Jagd von Attentätern. Warum seid ihr mit der Tochter eines Edelmanns erwischt worden? Wirklich, in der Tat eine ernste Angelegenheit. Wem sagt ihr das? Ich verstecke mich schon seit Jahrzehnten. Vor vielen Jahren war ich ein bekannter Alchemist in der Stadt Verdistis, bis ich eines Tages Besuch von der Gilde der Attentäter bekam. Ich musste ein krankes Mitglied ihrer Gilde heilen. Leider habe ich die falschen Kräuter in seinen Tee gegeben und er ist gestorben. Daraufhin haben sie Rache geschworen. Ups. Ich bin hierher geflohen. Aber ich glaube, sie haben mich aufgespürt. Ja, das ist ja keine Art, mit jemandem umzugehen, der eigentlich versucht zu helfen. Keine Sorge, ich werde mich um diese hinterhältigen Kerle kümmern. Wirklich? Das ist sehr nett von euch, Drachentöter. Ich weiß jedoch nicht, wie ihr vorgehen könntet. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich fühle mich in letzter Zeit beobachtet. Daher verschließe ich nachts die Mühle und hoffe das Beste. Ich würde für die liebgewonnenen Dorfbewohner weiterhin den Namen Unrat behalten. Aber wenn ihr den Mut aufbringen könnt, diese Auftragsmörder zu töten, ist euch eine große Belohnung sicher. Gut, ich kann noch mal gucken, was der mir eigentlich verkauft. Und wieso habe ich das noch dabei? Das war Stufe 14, deswegen habe ich das noch. Das könnte ich eigentlich. Ja gut, vielleicht sollte ich das mal dem. Ich weiß gar nicht, ob ich vom Schmied mehr Geld dafür kriegen würde. 269. Ich kann mir gerade mal den Betrag merken. Und du verkaufst mir Essen und Trinken und Heiltränke. Das ist natürlich immer gut. Okay. Weil ich gerade, ob ich noch Essen kaufe. Ich kann natürlich jederzeit Hühner töten. Okay, beenden. So, neue Quest, Buat in Angst. Und ich glaube, wir müssen jetzt bis zur Nacht warten oder so. Wie wartet man hier bis zur Nacht? Ich weiß nicht mehr. Ich gucke mal ins Tagebuch. Wie es scheint, ist Müller Unrat in Wirklichkeit ein alter Alchemist namens Buat. Er wird von Attentätern gejagt und bat mich um Hilfe. Sie sind schon seit Jahren hinter ihm her und haben endlich wieder eine heiße Spur. Allerdings weiß er nicht, wo ich die Attentäter finden könnte. Müsste der Typ, der die Mühle da bewacht, nicht was wissen? Was ist mit dir? Willkommen zurück. Ich habe von Buat und der Attentäterbande gehört. Könnt ihr mir mehr darüber sagen? Ihr wisst davon? Hat mein Vater euch eingeweiht? Ich bin so froh. Ein Drachentöter wird uns sicher helfen. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die Attentäter schon hier in der Gegend. Wir gehen kaum noch vor die Tür. Vielleicht haben die anderen Dorfbewohner nachts draußen etwas gesehen. Ich weiß, dass Roman der Priester gerne bei Mondschein spazieren geht und Folos Frau Rosi oft schlecht schläft. Hauptmann Roland ist normalerweise auch noch spät wach. Okay, Priester Rosi Hauptmann. Es tut mir so leid, dass ich nicht mehr helfen kann. Bitte geht der Sache nach, ja? Mein Vater. Oh, ich habe sie ein bisschen abgewürgt. Also, ihr Quatschtanten da, ihr habt vielleicht auch was gesehen. Peggy? Susi? Wer von euch ist Rosi? Ich weiß nicht, wer Rosi ist. Warte, der. Fangen wir mal den Priester. Willkommen zurück, mein Kind. Sagt, Pater, konntet ihr in der Nacht etwas Auffälliges im Dorf beobachten? Du liebe Zeit, nein, sollte ich? Wenn etwas vorgefallen wäre, hätte ich es sicher bemerkt. Um Himmels Willen. Wie ergeht es euch bei der Untersuchung? Der Seerstein birgt nach wie vor viele Rätsel. Aber ich konnte ihm bereits manches Geheimnis entlocken. Dass du mir noch nicht anvertraust. Okay. Ich meine, die haben hier einen Haufen Wachen ja immer rumstehen. Deswegen wundert es mich, dass man die nicht fragt. Achso, warte, ich wollte gerade mal gucken, was ich vom Schmied bekomme für meine Axt. Ich habe mir die Schweine was gesehen.
und lässt mir keine Ruhe. Was ist nur mit euch allen los? Ja, ja. 269, okay, ist egal. Gut, plus 4, plus 6. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Und ich muss zurück an die Arbeit. Ja, ja. Immer dasselbe mit dem. Okay, der Hauptmann. Vergessen, wer Rosi ist, aber du stehst doch da sehr auffällig. Klopf mir ja nicht auf die Schulter. Ich könnte vor lauter Schreck tot umfallen. Tut das. Boah. Aber wenn der nachts da auch steht. Seid gegrüßt. Kann ich euch für exquisiten Nerikon-Wein begeistern? Ich gehe gerade erstmal zum Hauptmann. Falsche Etage. Hat mir hier noch irgendwas zum Looten, das ich vielleicht vorher nicht knacken konnte? Kiste verschlossen? Ja. Also kannte ich immer noch nicht. Na gut. Aber das ist doch schon mal was. Ach nee, du bist Ludwig. Ich soll, In Ordnung. Seid auf. Den anderen. Ich kann euch nicht auseinanderhalten. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich habe gehört, ihr arbeitet bis spät die Nacht hinein. Ist euch in den Straßen irgendwas aufgefallen? Aufgefallen? Nein, kann ich nicht sagen. Normalerweise ertappe ich die Rekruten, wie sie betrunken zurück in die Kaserne torkeln, aber mehr auch nicht. Hm. Alles Gute. Danke, für nichts. Das war jetzt nicht sehr ergiebig. Also muss ich doch die Rosi finden. Ich guck mal in der Taverne. Oder... Die Frau von irgendwem war das. Ich gucke ins Tagebuch. Ist ja gut, ich gucke ja nochmal. Oder steht das nicht da drin? Doch, die Dialoge stehen da auch drin. Warte. Ludwig Wilber, Dirk, Roman, Linda, Linda. Folos Frau. Ah, okay. Also das mit den Schweinen war gar nicht falsch. Nee, nicht ganz falsch. Nicht die Schweine, aber... Seine Frau. Du hast doch ein Fragezeichen. Kann ich was für euch tun? Ja, ist euch nach dem Dorf zufällig irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, ich weiß nicht. Ich muss nachdenken. Dann denk mal. Ich habe einige auffällige Personen in der Nähe der alten Mühle gesehen. Sie sind dort herumgeschlichen und wollten unbemerkt bleiben. Keine Ahnung, was das sollte. Aber ich habe sie flüstern gehört, dass sie zurück zur ausgebrannten Kapellenruine im Tal gehen wollten. Das ist alles. Okay. Warte mal, euer Mann hat mich darum gebeten, dem neuen Orden seine Schweine wegzunehmen. Das habe ich getan. Okay, kann man sagen. Wie nett von euch. Dieser Kevin wird ein netter Eintopf, wenn ich ihn in die Finger kriege. Das arme Schweinchen Kevin. Ja, Wiedersehen. Tschüss. Ich meine, sie hat sicherlich nicht leicht, wenn der Mann die Schweine mehr mag als sie. Aber da können doch die Schweine nichts für. Okay, an der Kapelle. Das ist, glaube ich, mein Hinweis, dass ich da nochmal hin muss. Also die verfallene Kapelle, meinte sie ja, ne? Da hinten. Also ich nehme an, dass das, was ich jetzt tun soll... Ja, Rosi hat in der Nacht einige auffällige Gestalten in der Nähe der Mühle gesehen. Sie haben miteinander geredet und dabei die ausgebrannte Kapelle unten im Tal erwähnt. Dann verstecken die sich vielleicht gerade jetzt dort zufällig? Rein zufällig? Vorher natürlich nicht, als wir da waren. Habt ihr die Geschichte der Drachenritter schon gelesen? Ein faszinierendes Werk. Muss man gelesen haben. Kommt hin. Ich brauche den Teleport. Ich weiß auch nicht, warum der Teleport nicht eigentlich einfach mitten in der Stadt oder hier so direkt dabei steht, warum der ja hier hinten ist. Wäre doch eigentlich sinnvoller gewesen, wenn man schon so ein Ding macht. Na gut. Also, Talkapelle. Jetzt speichere ich aber mal. Bevor wir noch vermöbelt werden von denen.
Achso, warte, da runter. Nee, das war ein Baum. Ich dachte, das wäre schon das Dach der Kapelle gewesen. Dann hier runter. What? Das ist auch sowas, wo man nie den regulären Weg geht, oder? Weil, warum? So viel einfacher. Da steht auf jeden Fall eine Person, mit der werde ich fertig. Hi. Hey. Verschwindet, wenn ihr euren Kopf behalten wollt. Jordan, ich schicke dich über den Jordan. ich bin wegen Buat hier. Ihr lasst ihn in Ruhe. Ihr seid zu spät, Drachentöter. Unsere beste Attentäterin ist schon unterwegs und wird sich um den Müller kümmern. Okay, Gedanken lesen. Was haben wir für ein Pech, dass Drachentöter hier herumschnüffeln müssen? Tja. Gut, dann werde ich wohl ihr einen Besuch abstatten müssen. Ihr seid hier nicht gewachsen. Aber ich werde nicht zulassen, dass ihr sie bei der Arbeit stört. Daher muss ich euch leider ruhig stellen. Ja, sehen wir mal, ne? Großartig! Oh, ja. Gut, okay. Wieso bist du immer noch so glitzer-glitzer? Komisch, Engel. Oh, wieder zurück. Wenn sie schon auf dem Weg zum Müller ist, müssen wir da jetzt hin. Sie schnell einen holen. Ich hoffe, sie hat nicht den Teleport benutzt. Komme ich da hoch? Nein. Komm, lass mich. Ich will springen. Das geht nicht. So, und zurück ins Tal. Nein, Dorf. Quatsch. Tal, Dorf, ja. Ist doch alles dasselbe. Meine Nase kribbelt. Nicht gut, nicht gut. Moment. Sorry. Ihr habt nichts gemerkt. Alles rausgeschnitten, hoffe ich. Ja, direkt zur Mühle. Moment. So, wie war hier rumlaufen? Hier laufen so viele bewaffnete Leute rum. Wieso merkt ihr sowas nicht? Wieso könnt ihr nicht helfen? Den Müller, den Arm. Naja. Im Morgengrauen breche ich nach Allerot auf. Ja. Kauft Vorräte, bevor ich wollte dich nicht ansprechen. Ich will nur mal gucken. Ich glaube, ich gehe nämlich direkt hier unten rein. Mal speichern. Und los geht's. Endlich ist es soweit, Buat. Ihr hättet wissen müssen, dass die Gilde der Attentäter euch nicht vergisst. Antumbra. Was ein Name. Bisher sehen wir nur einen Hintern. Welche Ausdauer die Gilde doch hat. Schon eure Großmutter hat versucht, mich aufzuspüren. Okay, das ist wirklich leicht übertrieben. Ihr wagt es, die große Penumbra zu beleidigen? Ihre Enkelin wollte die Sache schnell zu Ende bringen. Aber jetzt werdet ihr und das Mädchen leiden. Penumbra? Antumbra? Ihr habt ja tolle Namen. Nein, ich flehe euch an, zeigt Erbarmen. Seid ihr nicht ein bisschen zu jung, um mit Messern zu spielen, Fräulein Halbstark? Sage ich bin jetzt ja auch nicht wirklich älter, aber ich sag's trotzdem. Was? Wer seid ihr, dass ihr so mit einer Attentäterin umspringt? Ein Drachenritter, / Drachentöter, ehemaliger. Drachentöter, ihr kommt zur rechten Zeit. Bitte, jagt sie fort. Ein Drachentöter? Beeindruckend. Ich habe nicht vor, gegen euch zu kämpfen. Warum lasst ihr mich nicht einfach die Sache erledigen und danach reden wir weiter? Ja, so siehst du aus. Du willst nicht gegen mich kämpfen, weil ich stärker bin. Netter Versuch, aber die Antwort lautet nein. Geht oder kämpft. Warum sollte ich zulassen, dass ihr diesen Mann tötet? Darauf möchte ich eine Antwort. Weil es meine Pflicht ist. So wie ihr Drachen tötet. Und wir stören euch auch nicht dabei. Ich töte keine, tatsächlich. Außerdem vergleicht Äpfel mit Birnen. Ihr werdet Buat kein Haar krumm, dafür sorge ich. Ha, damit habt ihr nicht gerechnet, was? Gemeine Hexe! Nein, aber keine Sorge, freches Gör. Ich kann mit Drachentötern umgehen. Macht nicht den Boden nass, wenn ihr gleich Zeuge eines grauenvollen Todes werdet, der euch auch ereilen wird. Okay. Könnt ihr mal den Weg freien?
Ich meine, ich finde es cool, dass die mithelfen, aber... Okay. Ganz ehrlich, die zwei hätten das auch alleine hingekriegt. Er mit seinem Krug, sie mit bloßen Händen, haben die voll fertig gemacht. Ich kann es nicht glauben. Wie kann ich euch nur jemals dafür danken? Also die Akademie ist nicht besonders großzügig in Sachen Besoldung. Bist du nicht ein bisschen cooler? Schon verstanden. Etwas Gold ist das Wenigste, was wir für euch tun können. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Wir sind nicht immer übertrieben nett sein. Gut, dann... wir haben ein neues Schild. Ja, nein, okay. Einen Heiltrank, Geld, Erfahrungspunkte. Ich nehme die Erfahrungspunkte. Wegen der Dinge, die da kommen. Und noch ein Amulett. Und ich habe meinen Levelaufstieg. Aber echt, irgendwie, die war gar nicht so tough. Zu dritt auf die eingeprügelt. Ich hatte keine Chance. So, ich wollte mir das Amulett angucken. Heldenhaft. Perlenhalskette der Weisheit des ewigen Verbrennens. Ich liebe es, dass es immer so ewig lange Namen hat. Zwei Gewandtheit, zwei Weisheit. Spontane Entzündung. Hoffentlich nicht ich selbst. Wahrscheinlichkeit von 7%, dass euer Gegner in der Nähe Feuer fangen und innerhalb von einer Sekunde 12 Schaden ein. Das ist natürlich schon nett. Ich habe 2 auf Magieschaden, 1 unwirksamer Wille, 2 Weisheit, 1 zu Mana-Wirkung und leere Bezauberungsfelder. Ganz ehrlich, ich nehme das gerade aber erstmal tatsächlich, weil ich kann es außerdem noch veredeln. Dann haben wir noch was auf Reflexe. Und noch 1 frei. Weil das mit dem Entzünden, das finde ich witzig. Und jetzt brauchen wir noch eine Stufe, dann können wir das Ding hier benutzen. Das Blutstaffelschwert. So, überall mal was reinhauen, wie immer. Großzügig verteilen. Und meine Fähigkeiten. Was hatte ich gesagt? Mache ich jetzt als nächstes. Ich wollte, glaube ich, Einhandwaffen verbessern. Ich hatte erst Mana, also erst Zauberstärke verbessert. Jetzt verstärken wir mal Einhand. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ja, mein Spiel ist irgendwie abgestürzt, weil ich gerade beim Müller rausgehen wollte. Und es hat wohl auch nicht gespeichert. Das heißt, ich muss gerade den Kampf nochmal machen. Endlich ist es soweit. Und dann hoffe ich, ich klicke jetzt einfach genau dieselben Sachen an, die ich eben auch gemacht habe. Und dann hoffe ich, dass es beim nächsten Mal wieder funktioniert mit dem Rausgehen. Ich weiß nicht, was das war. Also fortfahren. Dann hatte ich das ausgewählt. Ein Drachentöter. Beeindruckend. Dann habe ich das genommen und dann habe ich gesagt, das hier. Nein, aber keine. Und dann haben wir gemeinsam draufgehauen. Erledigt. Sie ist tot. Okay. Ich kann es nicht glauben. Wie kann ich schon verstanden? Gold einkassieren. Oh, diesmal hätte es einen Bogen gegeben. Das macht nichts. Ich habe ja eh die Erfahrungspunkte genommen. Oh, und... Jetzt haben wir halt... Ah, das ist natürlich schade, weil jetzt haben wir eben anderes, auch hier anderen Loot. Schön. Und habe jetzt halt Ohrringe. Ich meine, das ist okay, aber... Wieso habe ich so wenig Gewandtheit auf einmal? Hatte ich nicht eben mehr? Hä? Oder hatte ich da schon die Halskette an? Achso, das kann sein. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich so wenig Gewandtheit? Ich meine, das Gute ist... Warte mal, ich nehme mal... Ich nehme gerade was von Intelligenz wieder weg und mache da mal was drauf. Weil es ist halt... Eigentlich ist es halt hauptsächlich für halt den Schaden, den man im Fernkampf macht. Also wenn man hauptsächlich zum Beispiel im Bogen kämpft, sollte man das auf jeden Fall leveln. Aber es ist halt auch immer wieder auch Resistenz und ne, deswegen, gerade so die Pfeile machen mir ja schon auch Probleme. Deswegen müsste ich da wirklich mal ein bisschen was reinpacken. Ach, ich will jetzt sogar mal 2 rein. So, dann hatte zumindest das eine gute Sache, dass ich das erkannt habe. Eben noch Intelligenz, Meisterbeschwörer, 2 Veredelungen.
Was hast du? Extra Aura der Entladung. Wahrscheinlichkeit von 18%, dass der Gegner, die euch Waffe oder Magieschaden anfinge. Das... Ich fand das mit dem Verbrennen lustig. Ich würde das Ding wieder zurückhaben. Aber ich habe eh noch keine Ohrringe an. Das heißt, ich kann das so oder so anziehen. Und da die Veredelung halt noch drauf. Na gut, ich meine, ist ne, zumindest eine Chance auf Entladung, aber... Ja, schade. Oh, hatte ich meine Fähigkeit noch nicht mit. Ich hätte die Kette, fand ich echt lustig. Na gut. Annehmen. Nochmal speichern. Und jetzt vielleicht soll ich eine andere Tür nehmen. Ich nehme die andere Tür jetzt diesmal. Ich glaube, das ist besser. Ich will nicht wieder abstürzen. Weil normalerweise sind die Ladebildschirme auch ziemlich schnell vorbei. Wenn das jetzt wieder abstürzt, komme ich nie wieder aus dem Laden von dem Müller raus. Das wäre schlecht. Tja, so lange dauert das normalerweise nicht. Also das ist schon ein schlechtes Zeichen gerade. Eventuell würde ich, wobei ich habe ja eben schon das Spiel neu gestartet. Was machen wir denn jetzt? Ich kann es natürlich jetzt einfach mal ganz lang durchlaufen lassen und hoffe, dass das am Ende sich doch irgendwie wieder einfängt. Aber ich saß eben schon, ich saß 2 Minuten davor. Ich habe dem echt Zeit gegeben und dann habe ich halt mit LL4 beendet. Ja. Und wie geht's euch so? Scheiße. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall die Folge jetzt einfach dann halt hier beenden. Und ich hoffe, ich krieg das irgendwie für die nächste Folge geregelt. Das heißt, nächste Folge werdet ihr sehen, ob ich es geschafft habe. Wenn nicht, müssen wir vielleicht die Quest auslassen. Das ist blöd, aber wenn ich nicht mehr aus dem Haus von Müller rauskomme, kann ich die Quest nicht machen. Ich werde mal ein bisschen rumprobieren und dann geht's hoffentlich beim nächsten Mal ganz normal weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.